Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Jawohl. Ein klitzekleines Infovideo hier, übrigens Mikrofonarm. Ich glaube, der geht langsam hier kaputt. Schade eigentlich. Muss ich mal gucken, wie ich das mal so ein bisschen anders mache. So sieht man es vielleicht nicht allzu doll. Übrigens, Premiere, mein Gesicht, das erste Mal auf YouTube. Hi. Ich bin überhaupt nicht fertig gemacht, rasiert bin ich nicht, Pickel auf der Stirn. Ist egal, ich wollte nur kurz ankündigen. Ihr habt gemerkt, neues Titelbild oben, neues Profilbild, neuer Name, ne? Steht ja, weil ihr, da steht neuer Name. Svensson95 ist der Twitch-Name, Svensson wird der YouTube-Name. Weil es mir einfach überhaupt nicht mehr gefallen hat, wie der Latissify. War einfach schwierig zu merken, für mich jetzt nicht, aber auch schwierig zu schreiben. Es war auf Twitch sehr schwierig, dann, wenn der Streamer mich vorgelesen hat, wie wird denn der ausgesprochen? Ja, keine Ahnung. Von daher, für mich ist es leichter, dann mit dem Namen zu hantieren, das ist leichter zu merken, so dass man heißt, okay, oder Zwensen, der macht jetzt das hier und das hier und das hier. Außerdem kann ich es locker machen, weil ich nicht von YouTube lebe. Von daher kann ich sagen, okay, ich ändere das mit dem Ziel. Ich möchte, das war übrigens hier Deckel von der Flasche. Deswegen wird es einen neuen Kanal geben. Ich weiß noch nicht, ob ich erstmal hier auf diesem Kanal noch weitermache oder direkt schon auf den neuen switche. Der wird auch Zwensen heißen. Also der Bit-Kanal hier bleibt auch bestehen mit seinen Videos, mit seinem ganzen unfertigen Projekten. Auch ein Grund, warum ich einen neuen Kanal. Ich möchte aber einen kompletten Neuanfang machen. Wie gesagt, ich kann das machen, da ich nicht von YouTube lebe. Ich bin nicht davon abhängig. Und deswegen mache ich es einfach. Ganz chillig, ganz entspannt mache ich das denn. Ah, das Licht hier, ne? Das ist der Popschutz hier. Popschutz ist das was. Oh, das ist ja nervig hier. Ich glaube, das muss ich noch mal. Ach, ich weiß, glaube ich, warum. Das muss hier einmal festgezogen. Ja, genau. Das musste hier einmal festgezogen werden. So eine kleine Schraube. So, jetzt geht's. Live gemacht im Video. Und wo war ich? Jedenfalls neuer Kanal wird bestehen. Es wird auch ein paar Projekte von diesem Kanal übernommen. Unter anderem wird das Nerim sein, weil von Nerim habe ich nur zwei, drei Folgen. Ich habe vier Folgen aufgenommen. Hab nur zwei bisher rausgehauen. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube aber, ich habe die Aufnahmen nicht mehr auf der Festplatte. Ich muss gleich nochmal gucken. Und dann wird das auf jeden Fall weitergehen. Eventuell vielleicht sogar auf dem neuen Kanal neu starten, sodass das hier praktisch eingestampft wird. Dann wird noch Bioshock noch mitkommen. Problem bei Bioshock ist, dass mir diese hübsche Festplatte vor geraumer Zeit abgeraucht ist im PC. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, war hier alles weg. Ich musste alles nochmal so ein bisschen neu machen, meine Programme alle neu holen, alle Thumbnails sind weg, alle deswegen. Deswegen, es wird jetzt alles ein bisschen einheitlicher. Ich habe mir dieses Design hier besorgt. Das wird es auch auf meinem Twitch-Kanal geben. Das ist jetzt sozusagen meine Twitch-Talk-Oberfläche. Hier ist der Chat, den könnte ich einblenden. Habe jetzt die Webcam einfach mal größer gemacht, damit man mich mal sieht. Hallo. Ich gucke die ganze Zeit mein eigenes Gesicht an, das ist total blöd. Und dann wird es so sein, wie gesagt, alles einheitliches Bild für Twitter, YouTube, Facebook wird dann alles auch aktualisiert und aktuell gehalten, sodass ich dann ein bisschen Social Media so ein bisschen mehr mache, als ich das bisher gemacht habe. So, Bioshock-Problem, dann auch, dass meine ganzen, nicht alle, aber von vielen. Die Spiele, die keine Steam Cloud bei mir haben in der Bibliothek, von denen waren die ganzen Spielstände weg. Unter anderem dann auch vom Bioshock. Die Remastered-Version hat benutzt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die Steam Cloud. Von daher ist es da ein bisschen einfacher. Ich muss aber die Spiel, die muss aber nachspielen. Ich glaube, diese 9 Stunden, die wir gespielt haben, muss ich komplett nochmal nachspielen. Ich glaube, das mache ich aber mal in einem separaten Twitch-Stream. In einem Twitch-Stream. Dass wir einfach mal einen kompletten Tag sagen, gucken wir, spielen jetzt Bioshock bis zu dem Punkt. Problem dabei, ich habe hier noch, dass die Folgen von YouTube da aufhören, wo ich noch mitten in der Aufnahme bin. Ich habe aber die Aufnahme, glaube ich, noch hier auf der Platte. Muss also die Folgen nochmal neu schneiden, dann nochmal raushauen und dann geht's dann mit dem neuen Spielstand dort weiter. Also Nerim kommt mit, Bioshock kommt mit. Ich wollte Notruf 112 eigentlich auch aufnehmen, das Spiel ist aber Performance.
lass dich nicht so gut momentan. Ich hoffe dann noch auf ein Patch-Update, dass das Ganze wesentlich einfacher fürs Aufnehmen macht. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Und da kommen aber noch andere Projekte. Ich habe ja meine ganzen Spielliste. Tomb Raider möchte ich machen. Ich möchte jetzt Bully machen. Dieses ähnliche GTA-Spiel, wo du die Schüler mobbst zum Beispiel. Aber auch andere, so Indiana Jones-mäßig habe ich da auch noch ein Spiel. Also Deadfall Adventures heißt das, glaube ich. Also da kommt auf jeden Fall einiges. Ich freue mich da auch drauf. Geht auf jeden Fall mit mehr Elan bei. Deswegen kam so lange nichts, wäre auch wegen dem Festplattencrash. Ich rede mich hier vom Hundertstel ins Tausendstel, ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, also der Kanal hier, der bleibt bestehen. Ich weiß, wie gesagt, auch noch nicht, ob ich erstmal noch weiter hier bleibe und dann noch Videos mache oder gleich auf einen neuen Kanal rüberwechsel. Der ist ja schon angelegt. Ich verlinke dir den noch unten mal in der Videobeschreibung, dass ihr da vielleicht auch schon mal gucken könnt. Da mache ich vielleicht auch noch ein Ankündigungsvideo. Ich weiß es noch nicht. Ich freue mich über jeden, der mitkommt von diesem Kanal. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Freue mich aber über jeden, der hinzukommt. Ich freue mich darauf, mir eine kleine, nette Fanbase aufzubauen, die nicht so à la Gronkh wird. Habe ich gar keine Lust drauf. Weil dann muss ich nämlich über jedes, was ich sage, alles nachdenken und gucken, ist es in Ordnung oder ist es nicht. Habe ich keine Lust drauf. Deswegen eine kleine, nette Fanbase und ja. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Neue Spiele kommen. Ich habe auch endlich vielleicht eine DBD-Truppe gefunden, eine Dead by Daylight-Truppe, mit der ich auch nicht kann, dass das Spiel vielleicht auch endlich mal bei mir kommt. Und zwar auch ein bisschen regelmäßiger. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles einigermaßen verstanden. Wenn nicht, einfach fragen, dann versuche ich in den Kommentaren auf jeden Fall Frage, Antwort. Ne, dass das funktioniert. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, schönen Tag und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.